Es ist schon ein paar Jahre her, als wir euch das Spiel Battle Riders Car Combat Racing vorgestellt hatten. Ja, in dem Spiel geht es eben darum, dass wir Rennen fahren und dabei eben auch noch Waffen zur Verfügung haben, mit denen wir dann eben unsere Gegner erledigen können. Und ja, wie gesagt, da haben wir schon vor ein paar Jahren ein Video darüber gemacht und uns hat das Spiel damals wirklich sehr gut gefallen. Und ja, nun hat der Entwickler angekündigt, dass er ein Free-to-Play-Version aus dem Spiel macht und dieses dann am Donnerstag im App Store veröffentlicht wird. Und ja, in dieser kostenlosen Version wurde eben unter anderem die Grafik deutlich verbessert. Und zwar hat das Spiel jetzt Metal-Unterstützung und Unterstützung für die 64-Bit-Prozessoren aus dem iPhone 5S, iPhone 6 und iPad Air 1 und 2 und iPad Mini 2 und 3. Und ja, dadurch haben wir eben deutlich bessere Grafik. Deshalb seht ihr heute auch eine Bildschirmaufnahme von dem iPhone 6, da dieses eben die Grafik hier des Spiels vollständig unterstützt. Am Ende des Videos machen wir auch noch einen Grafikvergleich mit der anderen Version, sodass ihr eben sehen könnt, wie sich die Grafik verändert hat. Also falls ihr das Spiel bereits kennt, dann spult einfach zum Grafikvergleich vor. Ja, also wie gesagt, diese kostenlose Version erscheint dann morgen im App Store und ja, die Verbesserungen, die ich euch gerade gesagt habe. Außerdem hat das Spiel jetzt auch einen Support für Controller, sodass ihr euren iOS-Controller verwenden könnt. Und diese Verbesserungen habe ich extra beim Entwickler nachgefragt. Diese kommen erstmal nicht auf die andere Version des Spiels, sondern er konzentriert sich jetzt eben hier auf diese kostenlose Version. Und diese schauen wir uns jetzt also in diesem Video an. Wir haben hier also ganz normal den Karrieremodus, einfach so ein Rennen mit den unterschiedlichsten Sachen. Ihr seht hier schon mal die Modi, einmal Duell, dass wir eben gegen einen anderen fahren, oder hier, dass wir mit bis zu 8 Gegnern fahren. Hier Survival, da schaltet dann immer der Letzte aus, bis dann nur noch einer übrig ist. Hier ein ganz normales Rennen ohne Waffen und hier dann eben noch ein Zeitrennen. Und diese 6 Modi sind dann natürlich hier in der Karriere in unterschiedlichen Veranstaltungen dann gemischt dabei. Haben hier natürlich verschiedene Strecken. Wir fahren jetzt hier einfach mal das dritte Event. Haben dann jetzt hier unser Auto, welche wir natürlich erstmal kaufen müssen und sie dann auch verbessern können. Hier zum Beispiel die Waffen und so weiter. Ihr seht es hier. Aber wir fahren jetzt hier einfach gleich mal ein Rennen für die, die das Spiel eben noch nicht kennen. Damit geht das Rennen jetzt hier los. Ihr seht, auf der Straße gibt es dann zum einen solche Beschleunigungsstreifen und eben Punkte, in welchen wir unsere Munition aufrüsten können. Außerdem liegt noch Geld auf der Straße herum. Dieses haben wir gerade eingesammelt. Mit diesem Geld können wir dann eben, wie gesagt, unsere Autos verbessern. Außerdem können wir aber auch mitten im Rennen kaputt gehen. Ihr seht oben rechts unsere Schadensanzeige. Und wenn diese eben runtergeht, dann müssen wir uns reparieren lassen während dem Rennen. Da kommt dann so ein Button. Und es kostet dann natürlich, wenn wir uns eben nicht reparieren, dann sind wir eben zerstört. Aber hier haben wir jetzt hier einen abgeschossen. Ihr seht da rechts und links haben wir zwei Knöpfe, um zu schießen. Da wir eben rechts und links Waffen haben,
Und ja, jetzt sind wir hier auch gestorben, da es jetzt hier in dem Rennen nicht die Möglichkeit gab, uns zu reparieren. Machen wir hier mal noch ein anderes Event, um natürlich auch eine andere Strecke zu sehen. Ja, so um das eben nochmal zu sagen, das Spiel wurde eben erstmal so übernommen, dann wurde eben die Grafik verbessert und die Controller Support hinzugefügt und dann eben ein Free-to-Play-Modell daraus gemacht. Heißt also, ihr könnt euch das Geld per In-App-Kauf dazu kaufen, was man eben bei der Originalversion des Spiels nicht konnte. Da gab es keine In-App-Käufe. Wir schauen uns nachher auch noch die Preise an. Und steuern tun wir natürlich, indem wir unser Gerät neigen. Das seht ihr jetzt halt gerade hier nicht, da ihr eben nur den Bildschirm seht. Ihr braucht aber auch keine Angst haben, dass das Spiel nicht auf eurem Gerät läuft, denn das Spiel benötigt lediglich ein iPhone 3GS. Es funktioniert auf allen iPads. Und auf dem iPod Touch der dritten Generation. Nur auf den älteren Geräten ist dann eben die Grafik nicht so gut, aber es funktioniert auch. Jetzt haben wir hier nochmal einen Gegner zerstört, bekommt dafür auch eine Belohnung in Form von Geld. So haben wir dann natürlich hier sein Spiel. Die Frage ist jetzt natürlich, für welches Spiel ihr euch entscheiden sollt. Entweder eben für die Originalversion, die ihr eben kaufen müsst und dafür keine In-App-Käufe habt, die aber dafür auch eine etwas schlechtere Grafik hat. Oder eben hier dieses neue Spiel, welches ihr kostenlos herunterladen könnt. Und eben neben In-App-Käufen auch Werbeeinblendungen hat. Aber ihr seht es hier, wenn ihr einmal was per In-App-Kauf kauft, dann werden die Werbeeinblendungen abgeschalten. Ja, hier seht ihr also die Preise für die In-App-Käufe. Ihr könnt auch nicht nur Geld kaufen, sondern gleich zum Beispiel alle Challenges freischalten und alle Strecken sowie eben Autopakete. Ja, und das war's jetzt von dem Review. Jetzt seht ihr gleich noch den Grafikvergleich zwischen der alten und der neuen Version. Nun sehen wir also hier den Vergleich. Links im Bild sehen wir eben die Originalversion und rechts dann jetzt hier die neue Version, welche wir uns gerade in diesem Video angeschaut haben. Und ja, wenn ihr jetzt hier auf die Grafik achtet, zum ersten Mal hier auf die Lichtverhältnisse, dann sieht man schon, dass die rechte Version jetzt hier deutlich besser aussieht. Die linke Version sieht teilweise etwas, ja, überleuchtet aus, wenn die Sonnenstrahlen eben auf das Auto leuchten. Und ja, rechts sieht das Ganze eben deutlich realistischer und besser aus vom Licht her. Und auch die Texturen sehen jetzt rechts in der neuen Version besser aus. Wie gesagt, diese grafischen Verbesserungen gegenüber der alten Version oder der Originalversion seht ihr eben nur, wenn ihr ein neueres Gerät habt. Also ich habe es ja gesagt, ab iPhone 5S, ab iPad Air.
Und ja, jetzt müsst ihr natürlich entscheiden, welche Version ihr lieber habt. Falls ihr euch dafür interessiert, findet ihr auf jeden Fall auch den Link zu unserem damaligen Review über die Originalversion in der Videobeschreibung. Und ja, damit war's das von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.